Okay Leute, es geht weiter. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, Donald Junior, wir wissen es. Okay. Nostrovia, wie viel Leben hast du? Okay, 33.000, das ist akzeptabel. Au. Oh. Okay, den vergewaltigen wir hier schön. Aber ich sag euch, das ist ein Disco-Frosch, der hat gerade einen Breakdance hingelegt. Hey, ich glaube, das war sehr schon so gut. Schauen wir mal, ob der das noch überlebt. Au. Okay, er hat sich noch. Er hält sich gerade sicherheitshalber irgendwie. Ich hätte ihn da finishen können, habe ich aber leider nicht geschafft. Au. Okay, das ist aber extrem viel Erfahrungspunkte, es ist nicht normal. Erfahrung was wir erhalten. Wow. 40,44 Rang. Level up, level up. Arte Frostatem. Okay. Level 90 erreicht. Kein Level up. Interessant. Wieso kein Level up? Ach, dich kann ich entwickeln lassen. Ah ja, und dich habe ich ja irgendwann einmal erhalten. Wow, das war ein Blitzfight. Oh, jetzt ist es zum Pixel geschwommen. All those fires really were because of my seafood gels. Well, it's possible the light frogs are drawn to any type of gel. If you can, I'd recommend the entire town to stop dealing in gels for the time being. You're right. I'll talk it over with everyone. You've done so much for our town. Thanks. Keine Ursache. Emil, I apologize. It appears you were correct. I would have never believed the Nazdro... Sorry, the Light Frog would be interested in seafood gels. No, I'm the one who should apologize. I didn't mean to say all those harsh things. Emil... Well, hopefully this puts an end to all of the tragic frog fires. Perhaps it's time we considered booking passage to Flanor. You're right. Come on, we've got to get those Centurions' cores before Lloyd does. Yeah, let's do it. Yeah. Okay, das heißt, wir haben den Nordrovia besiegt. Aber bevor ich es vergesse, ich schätze mal, mein Monster kann nicht mehr leveln aus dem Grund. Ja, genau. Ich werde es gleich einmal entwickeln lassen. Pharao-Maske habe ich erhalten. Ich weiß gar nicht einmal, ob das eine Ausrüstung ist. Ah, doch. Pech, Verzögerung und... Okay, das ist eine Verschlechterung, eine starke Verschlechterung sogar. Die werde ich mir... nicht anlegen, wollte ich gerade sagen, habe ich aber irgendwie gerade gemacht. Egal. Wir werden kochen. Und zwar Regal hat noch gar nicht gekocht. So, wo bist du? Aeo. Was möchtest du? Oh, du machst. Du liebst auch alles. Oder warst du? Ja, du warst, dass der dir alles liebt. Okay. Beginnen wir mit Kochen. Buu Sushi. Oh, oh. Zu Harpie. Sarin zu Harpie. Ich weiß gar nicht einmal, ob das eine Weiterentwicklung oder eine Rückentwicklung ist. Ist egal. Entwicklung ist Entwicklung. Okay, das heißt, wir haben das erledigt. Heilen brauche ich mich jetzt nicht. Wir können gleich einmal weitergehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich schon hier verbracht habe in dieser Stadt. Das ist jetzt schon einmal meine Lieblingsstadt. Yeah. Habt ihr überhaupt bemerkt, dass ich eines der Objekte verwendet habe im vorherigen Kampf? Nein, habe ich auch nicht. Hahaha. Wozu brauche ich noch Objekte? Das werden wir noch später sehen, dass ich sie brauche. Na klar. Gute Reise, danke.
überspringen. I had forgotten how much boats sway. Tenebrae, are you seasick? Well, yes. I guess not even centurions are immune to seasickness. It looks that way. What? Marta, not you too. I told you. I get motion sickness. If only I had some of my company's patented motion sickness medication. Why don't the two of you lie down in the cabin for now? Good idea. Oh, curse this awful vessel. Curse you! What the? What the? Oh. Was ist los mit den ganzen Leuten? Are you okay? Lloyd! Did you say Lloyd? Did Lloyd Irving do this to you? Yes, it was Lloyd. He came and attacked the city. Hang on! Stay with me! He's gone. This is horrible. I must find out what happened here. Wow. Und alle Leute, die am Boden gelegen sind, sind weg. Armes Mädchen. Der Reisende. Schauen wir mal, was hier erinnern ist. Sieht alles nicht gerade sehr schön aus. Nein, ich bin nicht müde. Ich bin okay. Ich bin Shorty Cube, okay? Okay. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir irgendwo Hinweise, wieso der tote Mann jetzt, wie noch verletzt war, uns gesagt hat, dass Irving, Lloyd Irving hier war. Ja, ich hau ja schon ab. Meine Fresse. Und das Ganze hier angestiftet hat, also die Leute umgebracht hat. Did Lloyd actually do all this? I can't believe it. But you heard what those people said. They said that Lloyd did this. That is true, but... Face the facts. Lloyd did all this, just like he destroyed Paul Acosta and Lewin. Oh, Lloyd. Lloyd, wait. Lloyd. Did you really cause all of this death and destruction? Tell me. I can't believe it. You despise this kind of cruelty. You more than anyone. Answer me, Lloyd. I'm in a hurry. You bastard! You've improved. What? Looks like I'll have to speed things up. So that's what Lloyd's become. Yes, he's like that every time we see him. Why does he keep doing these horrible things? So, Regal, what's it gonna be? We're gonna pay that bastard back for all this. You still want to come with us? If I recall correctly, your objective is to get all of the Centurion's cores. It's the same thing. Not quite. Doesn't locating the cores take priority? But would you be able to fight against Lloyd if it comes down to that? If necessary, yes. That wasn't the Lloyd that I know. I want to know why he's changed so drastically. And then I want to save him, just like Lloyd saved me. I don't want to burden you, but I hope you would allow me to travel with you a while longer. Yeah. I trust you, Regal. You treat a kid like me as if I were an adult, an equal. I haven't met too many people like that before. And you're no burden at all. We'd be happy to have you along. Thank you. So how should we proceed? Shall we follow Lloyd? Like Regal said, the most important thing isn't revenge. It's the Centurion's cores. There's supposed to be a Centurion's core around here. It's where Celsius used to be, right? In that case, I'll show you the way. But first, I think we should do whatever we can to help the people of this city. Yes, I was going to say the same thing.
Me too. I think you're rubbing off on me, Emil. Now when I see someone in need, my first instinct is to help them. Then let's split up for now. We can help more people that way. We'll meet back here once things have settled down. Gute Entscheidung. Right, Emil, you take the church. Ja, danke, dass ich's nicht selber entscheiden darf. Bäh. Emil, du machst das und das und das. Okay, ich werde aber erst das nächste Mal weitermachen. Ich muss nur mal schauen, ob ich hier irgendwo noch hinkomme, wo ich... Ach, lass mich da durch. Wo ich Sachen einkaufen kann, denn ich möchte noch ein paar Sachen kaufen. Das ist Rie... Ach, scheiße. Rigo! Okay, dann hören wir hier auf. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.